Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Psch, 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 psch. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Okay, auf nach oben. Anscheinend kein Herz zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Druck. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Lade deine Waffe. Da kommen sie. Versuchen wir es mal mit sie. Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Und da sind sie. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bilde deine Kreis! Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs!
Ja, anscheinend sind es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen!